Ah, hallo Internet. Erwischt! Ihr sitzt sicher gerade mit einem dampfenden Schmusetee auf dem Sofa. Eine richtig große Tasse mit einem lustigen Gesicht drauf oder einen ulkigen Spruch. Der frühe Vogel kann mich mal. Ich gönne euch das, ich gönne euch das. Ich bin nur neidisch, weil ich noch hier sitze. Kuschelpulli an, Stoppersocken an, einfach mal runterkommen. Es ist Herbst, die Jahreszeit für alle Fans von Aquaplaning. Heizung an, Fenster auf, das ist Lebensqualität. An einem verregneten Herbstabend trinke ich locker 2 Flaschen Eukalyptus-Erkältungsbad, weil es mir gut tut. Man muss auch mal an sich denken, nicht immer nur an alle anderen, wie auf der Arbeit. Im Herbst mucke ich mich richtig schön ein zu Hause. Aber was ist das? Was ist das? Was ist, wenn ich mal raus muss? Zum Anwalt oder zum Pilates? Da bin ich jedes Mal heilfroh, dass ich was Passendes anzuziehen habe. Dass ich mobil bleiben kann. Auch an kritischen Tagen im Herbst. Also unter 12 Grad. Nein, das ist kein Kleidungsstück, das ist wahrlich ein Stück deutscher Leitkultur. Deutsche Leitkultur. Kälte, Wind, Bodenfrost. Doch du hältst uns warm. Ohne lästige Fragen umschlingst du jedes Herrenbein. Du unsichtbarer Held der Wärmelehre. Die lange Unterhose. Deutsche Haute Couture. 300 Gramm Elastan-Baumwollmischung, formvollendet als Ecru-Feinripp mit Stretchanteil. Dein breites Bündchen schmiegt sich gekonnt um die Lände. Zärtliche Flachnähte umschmeicheln. Kokett, der Faltenwurf im Schritt. Hitziges Sehnsuchtsobjekt eines oft allzu keuschen Lebens. Keine Skipiste, kein Wanderweg, kein Weihnachtsmarkt ist dir zuwider. Du begleitest Deutschland durch jedes Schneegestöber. Ein Freund voll Zuversicht. Gib dir das Leben deutsche Kartoffeln, machst du einen Zwiebellook daraus. In den kältesten Stunden bist du da. Du wärmst, schenkst Zuversicht. Wie ein beruhigend knisterndes Lagerfeuer zwischen den Beinen. Hab Dank, du barmherzige Feinripp-Offenbarung. Hab Dank, du unbefleckter Apostel der Funktionswäsche. Hab Dank,